Unser nächstes Auto lässt sich auch ohne durchgezogene Linie kaum überholen, zumindest nicht freiwillig. Giuseppe Fornasari hat schließlich auch seinen Stolz. Denkt man an italienische Sportwagen, erscheinen sofort Ferrari, Maserati oder Lamborghini vor dem geistigen Auge. Wer bitte denkt schon an Fornasari? Zu Recht werden Sie vielleicht sagen, angesichts dieses Designs. Die Entstehungsgeschichte des Fornasari jedenfalls ist simpel und prägnant. Nun gut, ich habe zwei Kinder, ich liebe das Skifahren und ich wohne in den Bergen. Das waren für mich triftige Gründe, mein eigenes Auto zu entwerfen. Dabei sollte es auf jeden Fall schnell sein, zumindest schneller als die Autos, die ich bisher gefahren habe, aber auch alltagstauglich. Die kleine Firma in Montebello Vicentino, gut 100 Kilometer westlich von Venedig, setzt alles daran, italienische Autobaukunst zu verkörpern. Die Italiener haben doch früher schon viele Autos entwickelt und gebaut. Dann ist Italien noch bekannt für seine vielen Künstler und Kunstgegenstände. Nimmt man nun diese beiden Faktoren, also dieses besondere Gefühl für die Kunst und Schönheit und diese Leidenschaft für die Mechanik und Autogeschichte, dann erklärt sich doch von selbst, warum wir Italiener noch heute die schönsten Autos kreieren. Und doch ein rein rassiger Italiener ist der Fornasari nicht. Seit den 90er Jahren importiert und setzt der 47-jährige Ingenieur auf Corvette-Technik. Bei den internationalen Cross-Country-Bachas sammelt das Rallye-Team Erfahrung. Die sportlichen Triumphe bestätigen auch den Einsatz der amerikanischen Technik. Also in unserem Fall nutzen wir General Motors Bauteile und General Motors Motoren. Sie sind leistungsstark, fortschrittlich und entsprechen in der Entwicklung, also im Aufbau und der Elektronik, immer dem aktuellen Stand. Und dann kommen noch die erschwinglichen Preise der ganzen Teile hinzu. Was für mich aber noch viel entscheidender ist, ist neben der leichten Instandhaltung die weltweite Verfügbarkeit aller Ersatzteile bis hin zum Motor. Der 6-Liter V8-Motor von Chevrolet erhält in den Werkshallen noch eine Kraftkur. 450 oder 610 PS stehen zur Auswahl. Und die Italiener setzen auf modernen Karosseriebau, Carbon und Kevlar sowie Leichtbaustähle. Dass SUVs als schwere und unzeitgemäße Spritfresser tituliert werden, sieht der Autoenthusiast nicht. Ich widerspreche vehement den Menschen, die SUVs gerne von der Straße verbannen würden. Wie kann man so denken? Jedes Auto wird geprüft und muss Vorschriften nach harten technischen Richtlinien erfüllen. Es gibt Limousinen, die sind nicht nur viel größer als mein Fahrzeug, sie verbrauchen auch noch viel mehr. Dies ist für mich ganz klar die falsche Herangehensweise, ein ernstes Problem zu lösen. Bei der Materialauswahl ist der Kunde König, ob Krokodil- oder Schlangenleder auf den Sitzen, Alcantara auf dem Armaturenbrett oder geschliffenes Alu. Kein Wunsch bleibt unerfüllt. Macht das diese Offroad-Flunder so unwiderstehlich? Möglich. Vielleicht ist es aber auch die Beschleunigung von 3,8 Sekunden auf Tempo 100 oder die Höchstgeschwindigkeit von 280 km pro Stunde. Im Cruise-Modus soll das 1650 Kilogramm Kraftpaket übrigens gut 15 Liter Super Plus verbrauchen. Das wird die Käufer dieses ungewöhnlichen 140.000 Euro SUV wahrscheinlich wenig stören.